Uwekop, herzlichen Glückwunsch. 4:3 Sieg in einem unglaubliches letztes Drittel. Wie zufrieden, wie stolz macht das den Trainer, dass die Mannschaft so eine Moral bewiesen hat? Ja, wir wissen, dass wir diese Moral haben. Was mich natürlich freut, ist, dass wir belohnt werden. Und das ist eine wichtige Erfahrung, die Mannschaft machen muss, weil wir haben auch schon in der Vergangenheit gearbeitet und gekämpft und bis zum Schluss alles gegeben, Schüsse blockiert und getan. Und dann hatte der Gegner dann doch noch irgendwie einen Weg gefunden, dass noch einer durchrutscht. Und heute war es mal andersrum. Wir haben die ersten 40 Minuten sicherlich nicht unser bestes Eishockey gespielt. Da war niemand zufrieden mit in so einem wichtigen Spiel wie heute. Aber die letzten 20 waren dann umso bemerkenswerter. Und es waren wichtige Punkte für uns. Und wir sind immer noch, wir leben. Was haben Sie der Mannschaft konkret in der zweiten Drittelpause gesagt? Wie war die Ansprache? Das kommt aus die Reaktion der Mannschaft, kommt von der Mannschaft. Wir steuern es ein bisschen, aber das ist insgesamt, das sind unsere Führungsspieler, das ist ein John Tripp, ein Moritz Müller, ein Danny aus den Birken, Jason Jaspers, Pettinger, Stevens, das sind die Jungs, Alexander Weiß, ich hoffe, ich vergesse da niemanden jetzt, der wirklich, die da in der Kabine das Wort ergreifen, dort die richtigen Worte treffen und den richtigen Ton treffen, und von uns kommen nur Instruktionen über das Spiel. Sie haben es gesagt, zwei Drittel lang war es ein schwieriges Spiel, Straubing war gut und es waren auch einige Schiedsrichterentscheidungen, die, sagen wir mal, vorsichtig diskutabel waren. Ein Wort zu der Schiedsrichterleistung? Erstmal muss man sagen, dass Straubing in den 40 Minuten sehr gut gespielt hat. Die waren uns überlegen, hatten mehr Torschüsse, mehr Torchancen und hatten auch die Energie und den Lauf, den du brauchst, den Schwung, um ein gutes Spiel zu spielen. Wir haben uns sehr schwer getan, heute ins Spiel zu finden. Über den Schiedsrichter brauchen wir nichts reden, das ist wie Regen, da musst du mit leben. Hat dieses Spiel das Potenzial, ein extra Pusher zu sein in diesem Kampf um die Playoffs, weil es eben aus einem 1-3 ein 4-3 wurde? Ja, drei Punkte sind drei Punkte und wir haben jetzt natürlich, es ist immer leichter jetzt nach Mannheim zu fahren, heute mit dem Sieg im Rücken, als wenn wir jetzt wieder nach oben schauen müssen, und ich glaube, das hilft uns fürs Selbstbewusstsein, die Art und Weise, wie wir spielen. Wir wissen, kann erfolgreich sein, und wir müssen natürlich für 60 Minuten spielen, und heute haben wir einen Weg gefunden, dass 20 gereicht haben. Im Endeffekt, die ersten 40 waren dann doch nur Kampf. Aber wie gesagt, jetzt fahren wir nach Mannheim und dann geht es wieder bei 0-0 los. Wird schwer. Ich muss mal nachfragen. Drei Punkte sind drei Punkte, aber nach so einem Spiel ist es nicht doch so, dass das noch mehr zusammenschweißt, dass das noch mehr nach vorne geht und noch mehr motiviert? Ja, wir sind schon eine eingeschweißte Truppe. Das ist, wir leben schon auf einem sehr kritischen Pflaster hier in Köln, und es geht sehr schnell, dass sich der Wind weht. Dreht und diese Sterbensanzeigen, die vor 8 Tagen geschrieben worden sind, da hat jeder sich mit zurechtgefunden, und wir sind immer noch, wir kicken immer noch live. Jetzt ist das nächste Spiel schon in 22 Stunden, wird es schon wieder angepfiffen. Welchen Faktor könnte die Müdigkeit spielen? Oder hat das Spiel heute gezeigt, dass der Kopf viel wichtiger ist als die Beine? Das kann ein Thema sein, oder wollen wir jetzt im Moment gar nicht darauf eingehen, sondern wir tun das Maximale, um uns jetzt so gut wie möglich vorzubereiten auf morgen. Dann wollen wir ein Gegner sein, der den Mannheim erstmal schlagen muss. Und dann schauen wir, wie wir nach zwei Dritteln da stehen. Moritz, die Revanche ist geglückt. Eigentlich gleich zwei Revanche. Einmal für das Spiel am Freitag und einmal für die ersten zwei Drittel. Was hat der Trainer in der zweiten Drittelpause gesagt? Ja, das Gute war, es ist positiv geblieben, und wir haben es in der Kabine angesprochen und gesagt, das sind jetzt die letzten 20 Minuten und die werden jetzt viel entscheiden, und lassen jetzt einfach alle positiv bleiben und nochmal alle an einem Strang ziehen und einfach nochmal jeder alles geben und versuchen, dieses Spiel nochmal rumzureißen. So hart es war in dem Moment, aber so schön ist es jetzt. Ein Sieg der Moral, kann man nicht anders sagen. Ja, ich denke auch, wer heute mit dabei war, ich denke, der hat was Tolles erlebt. Ich glaube, das ist halt nicht nur was mit einem tolles Spiel. Ich denke, das ist hier, heute geht jeder mit einem tollen Gefühl, glaube ich, nach Hause. Ich denke, wer die Fans auch erlebt hat, das war Gänsehautstimmung pur. Ich denke, für jeden, für uns auf dem Eis. Und das war einfach ein tolles Spiel und hat Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen. Das war wirklich eine tolle Sache. Die drei Punkte waren überlebensnotwendig. Wenn man so ein Spiel dann auch noch so dreht, pusht das noch ein bisschen mehr und lässt das die Müdigkeit ein bisschen verschwinden? In 22 Stunden ist das nächste Spiel. Ja, es ist wichtig, dass wir jetzt den Sieg genießen, aber
man muss jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht in Euphorie verfallen. Ich meine, wir sind immer noch einen Punkt aus den Pre-Playoff-Plätzen raus, so wie ich das jetzt, glaube ich, gehört habe. Und es ist halt wichtig, dass wir uns jetzt für einen Moment freuen. Es war wirklich eine unglaublich tolle Sache und daraus können wir auch alle Kraft schöpfen. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, den Körper wieder gut vorzubereiten auf morgen, sich jetzt gut zu ernähren, gut zu schlafen und dann das Positive rauszunehmen, aber nicht so hoch zu fliegen. Trotzdem kann man doch nicht irgendwie sagen, dass das ein Sieg wie jeder andere war. Also das ist doch schon so, dass das ein bisschen mehr pusht als ein anderer Sieg, oder? Ja, ich denke, wer heute dabei war, der hat gesehen, dass es kein normales Spiel war. Das war extrem und ich denke, für beide Teams, das war wirklich extrem. Und ich denke, heute haben wir uns richtig verausgabt auch und natürlich nehmen wir alles mit, aber wie gesagt, die Gefahr ist, dass wir jetzt zu hoch fliegen und da müssen wir jetzt das richtige Pendel finden, dass wir uns da gut einpendeln und mit der richtigen Konzentration morgen wieder ins Werk gehen. Wie groß ist die Gefahr? Ihr fahrt heute noch nach Mannheim, dass es morgen ein bisschen müde ist. Ja, das ist, ich meine, wer das heute miterlebt hat, der hat, glaube ich, gesehen, dass es viel Kopfsache ist. Ich meine, wir haben die ersten zwei Drittel müde ausgesehen und dann im letzten Drittel haben wir das Spiel umgedreht. Und es geht halt darum, dass der Wille, der Körper hat immer noch Reserven und es geht darum, mit dem Kopf die Reserven zu finden.